Land und Leben. Magazin für Landwirtschaft. Vielleicht kommt die Zeit einmal, dass die Gastronomie halt auch sagt, wir legen wirklich besonderen Wert auf dieses einheimische Produkt und erklären nicht nur, dass es einheimisch ist, sondern wir wollen auch, dass es effektiv einheimisch ist. Delek, das ist die Erzeugergenossenschaft Deutsch-Nonsberg und Ulden, die seit 25 Jahren Initiativen zur Vermarktung lokaler Produkte vorantreibt. Zum Teil sehr erfolgreich, dennoch ist man auf der Suche nach neuen Abnehmern und hofft dabei auf die Gastronomie. Heilsamer Bauerngarten, ein Angebot für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen der sozialen Landwirtschaft, soll neue Einkommensmöglichkeiten auf den Höfen schaffen. Und Farmfluencers, in Teil 4 unserer Land- und Lebenssommerreihe besuchen wir diesmal Elisabeth Kössler in ihrem Pflanzenparadies in Gratsch. Das sind die Themen bei Land und Leben und dazu begrüßt sie Mariana Casarola. Sie ist aus dem regionalen Wirtschaftskreislauf nicht mehr wegzudenken, die Deutsch-Nonsberger und Uldenthaler Landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft Delek. Seit über 25 Jahren sorgt sie in der strukturschwachen Bergregion für wichtige Impulse und ist die Drehscheibe für die Erzeugung, Veredelung und Vermarktung lokaler Produkte wie Obst, Gemüse, Salate und Fleisch. Bekannt ist die Delek etwa für ihren Winterradicchio und besonders für die Qualitätsfleischproduktion unter dem Namen Laugenrind. Eine Säule, die man weiter ausbauen möchte, was sich aber vor allem über die Schiene der lokalen Gastronomie bisher als durchaus schwierig erweist. Thomas Hanni berichtet. Unter der Marke Laugenrind produziert die Delek hochwertiges Südtiroler Frischfleisch und Gourmetprodukte wie etwa Ragout, Gulasch und Wurstwaren. Die Bauernbetriebe aus dem Gebiet liefern Rinder, Milchkälber, Kalbinnen und junge Ochsen an. Als Abnehmer arbeitet die Delek mit konventionierten Metzgereien und Caterings im Land zusammen. Besonders gut läuft der Vertrieb von Frischfleischpaketen, mit denen die Genossenschaft den Kunden einen speziellen Service bietet, sagt Geschäftsführer Hubert Ungerer. Dass er praktisch ein kuchenfertiges Paket beziehen kann, wo er praktisch leider kochen muss. Also alles andere ist hergerichtet, das Gulasch ist geschnitten, das Verschierte ist natürlich schon vakuumiert im Sackel drin. Also das Ragout muss er sich noch selber machen und das Schnitzel muss er sich selber anbraten, aber alles andere wird ihm der Dienst angeboten und das Paket kann er praktisch bestellen und kriegt es geliefert. Also wirklich ein Service, der einerseits darauf abzielt, dem Kunden ein tolles Produkt zu bieten und zum anderen auch zu schauen, dass unsere Viecher effektiv zu 100% bestens verwertet werden. Das Qualitätsfleisch wird zu 100% einheimisch erzeugt und in der Region vermarktet. Derzeit umfasst das Qualitätsfleischprogramm der Delek jährlich etwa an die 80 bis 100 Tiere. Diese Zahl will die Erzeugergenossenschaft weiter erhöhen und den Vertrieb der Frischfleischpakete vorantreiben. Schwieriger sieht Ungar hingegen die Fleischvermarktungsschiene über die lokale Gastronomie. Hier hat man, wie auch landesweit, trotz mancher Versuche noch nicht das richtige Rezept für eine kontinuierliche Zusammenarbeit gefunden. Das Problem ist dann wirklich eher, dass man halt in der Gastronomie vielleicht auch bestimmte Teile einfach nicht verwendet, die unsere Rinder halt haben oder die alle Rinder haben und zusammen halt leider die Teile nimmt, die vielleicht einfacher, günstiger zu kochen gehen und für die Leute halt auch geschätzt und beliebt sein. Die Delek setzt hingegen auf eine ganzheitliche Verwertung ihres Qualitätsfleisches. Sie versorgt die Gastronomie nicht mit einzelnen Fleischteilen, sondern in der Regel mit Schlachthälften. Diese müssen vom jeweiligen Koch erst noch selbst zerlegt und aufbereitet werden. Das ist natürlich ein großer Aufwand, von dem sich wahrscheinlich sehr viele Gastronomen scheuen und sagen, nein, ich gehe einen einfachen Weg und kaufe mir die Produkte halt, wo ich sie ganz einfach kriege. Wir wissen es ja selber, wie es in Zeiten von Amazon und so weiter läuft. Also ich kann ja leicht bestellen und ein paar Stunden drauf habe ich das Produkt schon bei mir da. Und natürlich ist es auch eine Preisfrage. Also wir versuchen natürlich, unsere Preise allem relativ stabil zu halten, weil wir müssen natürlich unseren Bauern auch eine Garantie abgeben, dass wenn sie die Qualitätsrichtlinien einhalten, dass sie natürlich auch am Ende einen richtigen Preis dafür kriegen. Also es braucht schon eine bestimmte Sicherheit, sei es beim Bauern, sei es auch bei den anderen Partnern im Rahmen des Projekts. Dabei kann die Delek die lokale Gastronomie durchaus ganzjährig mit einer gewissen Menge an Qualitätsfleisch beliefern.
Als kleine lokale Erzeugergenossenschaft kann sie aber natürlich nicht mit den Preisen der internationalen Märkte konkurrieren. Davon unabhängig wünscht sich Geschäftsführer Hubert Ungerer von der lokalen Gastronomie generell eine vermehrte Wertschätzung für das einheimische Qualitätsfleisch. Vielleicht kommt die Zeit einmal, dass die Gastronomie halt auch sagt, wir legen wirklich besonderen Wert auf dieses einheimische Produkt und erklären nicht nur, dass es einheimisch ist, sondern wir wollen auch, dass es effektiv einheimisch ist und dass man zusammen halt auch vielleicht von der Sellseite her die Nachfrage mehr kriegt. Vielleicht kann man da irgendwie in eine Kooperation aufbauen, die ja dann funktioniert. Also die Offenheit oder die Bereitschaft oder der Wille ist auf jeden Fall gegeben. Vielleicht reift auf der anderen Seite auch die Zeit, dass einmal für Ihnen die Anfrage oder der Wunsch und der Wille kommt, da besser zu kooperieren. Sagt DELEG-Geschäftsführer Hubert Ungerer, der die zentrale Bedeutung der Deutsch-Nonsberger und Uldenthaler Landwirtschaftlichen Erzeugergenossenschaft für das strukturschwache Tätigkeitsgebiet hervorhebt und sich für die Zukunft vor allem im Bereich der heimischen Fleischproduktion auch eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der lokalen Gastronomie wünscht. Land und Leben. Magazin für Landwirtschaft. Heilsamer Bauerngarten. Hinter diesem Begriff steckt ein weiteres Angebot im Rahmen der sozialen Landwirtschaft. Bäuerinnen und Bauern engagieren sich bereits seit Jahren in diesem Bereich, etwa mit Angeboten wie Kinder- und Seniorenbetreuung am Bauernhof, Schule am Bauernhof oder tiergestützte Interventionen. Das Projekt Heilsamer Bauerngarten ist heuer in Zusammenarbeit zwischen der Bäuerinnenorganisation und dem Bauernbund sowie der Lebenshilfe Onlus gestartet. Dabei können Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch Seniorinnen und Senioren bei der Gartenarbeit auf einem Bauernhof mithelfen und so ihre Fähigkeiten einbringen. 30 Bäuerinnen und Bauern arbeiten derzeit im Projekt mit. Ulrike Donner hat sich den heilsamen Bauerngarten genauer angesehen. Christine Pfitscher lebt mit ihrer Familie auf dem Auerhof in St. Martin in Passaia. Gemeinsam bewirtschaften sie den biologischen Milchwirtschaftsbetrieb. Eigentlich ist Christine Sozialbetreuerin. Seit sie auf dem Hof lebt, hat sie den Wunsch, ihren erlernten Beruf mit ihrer Arbeit am Hof zu verbinden. Und so entschied sie sich, beim Pilotprojekt Heilsamer Bauerngarten mitzumachen. Es ist eine soziale Dienstleistung, welche im Rahmen der sozialen Landwirtschaft von der Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen Lernen, Wachsen, Leben angeboten wird. Durch den Sozialsprengel Passaia trat Christine im Rahmen des Projektes mit einer Frau in Kontakt, die durch Alkoholkonsum körperlich und geistig beeinträchtigt ist und Hilfe benötigt. Seit dem Frühjahr kommt die Frau zweimal in der Woche für 3 Stunden am Vormittag zu Christine auf den Auerhof. Wenn wir gemeinsam im Garten arbeiten, dann ist es ganz einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das schafft Vertrauen, wenn man miteinander arbeitet. Und der Garten lässt es auch zu, dass man ganz individuell auf die Bedürfnisse eingeht für jemanden. Also ein Garten eingebettet in Rahmen für einen Bauernhof, das ist einfach eine besondere Atmosphäre, die was Sachen zulässt, die was ist oft in der Pflege oder in der Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit besonderen Bedürfnissen ganz so künstlich geschaffen werden. Und da funktioniert das einfach natürlich. Der Garten an sich kann zwar nicht heilen, sagt Christine, doch er tut gut und er schafft Möglichkeiten, den Alltag besser zu meistern. Und zwischen der Betreuung in einer Einrichtung oder im Garten bestehe ein großer Unterschied. Das weiß Christine aus eigener Erfahrung. Es sind so Reize, die was ist in der Struktur oft probieren, künstlich hergestellt werden, mit Gerüchen oder so. Und da steht die Lavendelhecke direkt daneben und man geht einmal 4 und schmeckt das nachher. Das sind so Sachen, die was da ganz von der Lohne gehen fast. Oder genauso wie wenn zum Beispiel jetzt die Pflanze die Laub hängen lässt, nachher geht der Betreute, der was bei mir da ist, die wässern, weil die Pflanze Durst hat. Und nicht, er geht nicht zur Pflanze hin, weil jetzt irgendeine Doktorin oder ein Pfleger gesagt hat, du sollst jetzt gehen und du sollst ein paar Schritte machen und du sollst dich bewegen. Das macht einfach alles mehr Sinn. Die Idee habe ich schon ganz lange gehabt. Ich habe sie eigentlich auch irgendwie gewählt, mit den Viechern kombinieren. Und selbst funktioniert da ja auch fast für eine Lohne, wenn da die Hände nachher mit ihm ein bisschen auch viel spaziert, während man in den Garten jätet, dann macht es ja auch etwas mit tun. Christine sieht das Projekt Heilsamer Bauerngarten als sein weiteres Standbein am Hof, aber nicht nur das.
Sie kann sich auf dem Hof entfalten und sich verwirklichen. Für die Menschen, die zu ihr auf den Hof kommen, ist es eine Chance, etwas Neues kennenzulernen und am sozialen Leben teilzunehmen. Ich übe da ja ganz einen ähnlichen Beruf aus oder ganz etwas Ähnliches aus, wie ich es getan habe, wenn ich arbeiten gegangen bin. Aber da kann ich das einfach viel selbstständiger, selbstbestimmter machen, kann da viel mehr auf die Leute hingehen, kann ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. Als Bayern selber noch etwas Zusätzliches auf den Hof zu erhoben, ist einfach allem gut. Rund 20 Menschen mit Unterstützungsbedarf garteln derzeit auf Bauernhöfen. Es sind alle Altersgruppen vertreten, von 12 bis 90 Jahren. Koordiniert wird das Projekt von Gudrun Brucker von der Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben. Für Gudrun Brucker ist das Thema Gartentherapie sehr interessant und bietet im Rahmen der sozialen Landwirtschaft eine gute Möglichkeit, soziale und gesundheitliche Aspekte zu vereinen und so ein neues Angebot zu schaffen, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Es soll schon dahin gehen, dass man auch ganz gezielt, nicht allem unbedingt auf einem hohen Niveau, aber einfach kleine Ziele, was kann ich denn fördern und wie weit kann ich denn jemanden unterstützen, der zu mir kommt. Das ist momentan so, dass wir mit der Lebenshilfe als Partner zusammenarbeiten, aber auch mit dem Zentrum für psychische Gesundheit und der Psychiatrie Brixen, mit Dr. Bücher und Dr. Schweighofler, die da ein bisschen involviert sind, aber auch mit unserer Seniorenbetreuung. Das heißt, wir hätten auch gerne eben die Senioren da involviert. Das Projekt läuft jetzt seit den Wintermonaten und die Rückmeldungen sind positiv, sagt Brucker. Ziel ist es, im Anschluss an das Pilotprojekt den Dienst weiter auszubauen. Das wünscht sich auch Bäuerin Christine. Für sie hat sich die Teilnahme am Pilotprojekt Heilsamer Bauerngarten gelohnt. Sie kann es anderen Bäuerinnen nur weiterempfehlen. Was es dafür braucht, ist natürlich eine soziale Ader, Kreativität und einen Garten. Wie größer ist es gleich und mein Garten ist auch meistens recht unordentlich. Aber ich glaube, er hat nicht gleich Nachteile, sondern es gibt einfach allem etwas zu tun, es gibt für jeden etwas zu tun. Man muss ein bisschen kreativ sein, aber ich glaube, ich kann man in jeden, auch ganz in einen kleinen Garten, auch mit einem Hochbeet einfach kann man schon viel machen. Sagt Christine Pfitscher vom Auenhof in Passaia, eine von 30 Anbieterinnen des Heilsamen Bauerngartens. Dieses Projekt hat übrigens einen renommierten Preis gewonnen beim nationalen Wettbewerb Coltiviamo Agricoltura Sociale. Für die gartengestützten Aktivitäten braucht es eine Ausbildung und in der Folge werden die Anbieter und Anbieterinnen von einem Expertenteam begleitet. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der Bäuerinnenorganisation im Kapitel Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben. Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt. Land und Leben. Reisetirol. Bäuerinnen und Bauern, die etwas Neues wagen auf ihren Höfen, können anderen Mut machen und sie können auch über Fehler und Rückschläge berichten. Auf die Suche nach solchen Pionieren in der Südtiroler Landwirtschaft hat sich auch Maike Hollneicher gemacht für ihre Masterarbeit an der Uni Bozen. Und sie hat daraus für Land und Leben die achteilige Sommerreihe Farmfluencers gestaltet. Bei ihrem vierten Ausflug hat sie Elisabeth Kössler in ihrem Kräuter-, Blumen- und Gemüseparadies in Gratsch bei Meran besucht. Heute sind wir nicht auf einem Bauernhof, sondern bei Elisabeth, der Geschäftsführerin von Pflanzgutes in der Nähe von Meran. Sie beliefert viele Biobetriebe der Gegend mit Saatgut und Jungpflanzen und widmet sich seit vielen Jahren der Permakultur. Also ich bin Elisabeth Kössler. Ich habe vor langer Zeit Gartenbau in Weinstephan studiert an der Fachhochschule. Bin dann über einige Stationen in Südtirol gelandet. Hier lebe ich seit 25 Jahren. Momentan bin ich in Meran in Gratsch. Habe ein Grundstück gepachtet und habe da nach Permakultur Gesetzmäßigkeiten das Grundstück auch gestaltet. Auf ihrem Grundstück bekommt Elisabeth oft Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen, die durchs Tun Permakultur lernen möchten. Auch Elisabeth kam über die Praxis dazu. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, habe da alles miterlebt, was heißt Selbstversorgung zu machen. Permakultur ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden, hat es zwar damals nicht so genannt worden, aber war es im Prinzip. Und die Permakultur ist für mich eigentlich mein Weg, mein Lebensinhalt. Und Corona hat dir einige gute Sachen auch angestupst. Das Bewusstsein der Menschen für sich selber zu versorgen oder auch gerade für die Permakultur, glaube ich, hat einen enormen Schritt gemacht. Vor 20 Jahren hatte man es dagegen nicht leicht, wenn man Permakultur betrieben hat.
Die scheinbar unordentlichen Gärten stießen auf viel Unverständnis. Das hat auch Elisabeth miterlebt. Aber wie ist das heute in Südtirol? Ich bin da mitten in einem Obstbaugebiet, wo alles in Reihe und Glied ist und alles in Monokultur. Die ersten Gärten, die ich so gestaltet habe, sind beobachtet worden sehr genau und verstanden haben es die Leute nicht wirklich. Sie haben nur gesehen, dass es funktioniert, weil ich eben nach 3 Jahren immer noch Gemüse rausgeholt habe. Die letzten 5 Jahre sehe ich ein enormes Interesse an der Permakultur. Und was mich ganz freut, auch von Biobauern, weil sie eben sehen, durch die Monokultur oder auch nur durch eine Sache wie die Milch, es kommt überall an Grenzen. Die Permakultur als Problemlöser in der Landwirtschaft und eine essbare Landschaft im urbanen Raum. Das ist Elisabeths Vision. Also meine Vision für die Zukunft wäre, dass von meiner Insel, die ich da geschaffen habe, viele Inseln entstehen und sich irgendwann das dann über das ganze Land Südtirol durchzieht. Dass sich das einfach wirklich noch mehr durchsetzt und so ein schönes Miteinander und Paradies entsteht. Sagt Elisabeth Kössler, die mit ihrem Unternehmen Pflanzgutes eine bunte und große Vielfalt an Kräutern, Blumen und Gemüse in Permakultur anbaut und sich seit vielen Jahren für den Erhalt und die Vermehrung von besonderen alten und lokalen Sorten engagiert. Den Bericht in voller Länge und weitere Informationen über das Projekt von Maike Hollneicher finden Sie auf www.farmfluencers.org. Land und Leben. Infos und Termine. Die Prognosfruit, die weltweit größte Veranstaltung für Apfel- und Birnenvermarkter, bei der alle europäischen Länder ihre Ernteprognosen bekannt geben, fand heuer am 5. August zum zweiten Mal online statt. Auch Südtirols Apfelvermarkter sind jedes Jahr dabei. Laut Prognosfruit-Daten werden heuer in Europa knapp 11,4 Millionen Tonnen Äpfel geerntet. Das ist ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr, wobei 2019 und auch 2020 die Mengen bereits unter dem langjährigen Durchschnitt lagen. Am meisten Äpfel wachsen nach wie vor mit 4 Millionen Tonnen in Polen, gefolgt von Italien mit über 2 Millionen Tonnen. Davon kommt etwa die Hälfte aus Südtirol. Hierzulande belaufen sich die Ernteschätzungen auf 945.000 Tonnen Äpfel, ein Plus von 5%, wobei auch hier der langjährige Durchschnitt etwas höher liegt. Die mengenmäßig wichtigste Sorte ist nach wie vor der Golden Delicious, gefolgt von Gala und Red Delicious. Eine größere Bedeutung werden künftig die Clubsorten erlangen. Die Apfelernte wird übrigens heuer Mitte August, etwa eine Woche später als üblich, starten. Auch die Weinlese wird hierzulande etwa eine Woche später losgehen, Anfang September mit zuerst den weißen Sorten. In südlicheren Regionen Italiens hingegen wird die Weinlese etwa 10 Tage früher starten, da die hohen Temperaturen um die 40 Grad die Reifung der Trauben beschleunigen. Und trotz der erwarteten tieferen Erntemengen steht Italien, laut Col di Retti, in diesem Jahr an erster Stelle der Weinerzeuger der Welt mit schätzungsweise 44 bis 47 Millionen Hektoliter. Um die Birne als fast vergessenes Kulturgut, um Sortenvielfalt und Baumpflege und um die Bedeutung von Streuobstwiesen geht es in einem Vortrag von Martin Engelhardt am 12. August um 19 Uhr in der Galvani-Halle in Bozen. Martin Engelhardt ist Botaniker und Pomologe am Institut für Botanik in Tübingen und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit historischen Birnensorten in Theorie und Praxis. Er wird einige der legendären alten Birnensorten vorstellen und ihre Wachstumsbedingungen sowie ihre kulinarische und kulturelle Bedeutung erklären. Organisiert wird die Veranstaltung vom Collegium Pomologicum Südtirol, das sich für den Erhalt und die Erforschung alter Obstsorten engagiert. Ein Hinweis noch des Vermarktungskonsortiums KOFI. Morgen und übermorgen, 9. und 10. August, entfallen die Versteigerungen. Die nächste Kälberversteigerung ist am Montag, 16. August in Bozen und die nächste Schlachtviehversteigerung findet am Dienstag, 17. August, auch in Bozen statt. Und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Rais Südtirol. Alle Sendungen sind auch zum Nachhören noch abrufbar auf unserer Internetseite oder bequem über die Rais Südtirol App. Danke für Ihr Interesse.
Einen angenehmen Sonntag wünscht Mariana Casarola mit Andreas Vitelli an der Technik. Für Landwirtschaft. Vielleicht kommt die Zeit einmal, dass die Gastronomie halt auch sagt, wir legen wirklich besonderen Wert auf dieses einheimische Produkt und erklären nicht nur, dass es einheimisch ist, sondern wir wollen auch, dass es effektiv einheimisch ist. DELEG, das ist die Erzeugergenossenschaft Deutsch-Nonsberg und Ulden, die seit 25 Jahren Initiativen zur Vermarktung lokaler Produkte vorantreibt. Zum Teil sehr erfolgreich, dennoch ist man auf der Suche nach neuen Abnehmern und hofft dabei auf die Gastronomie. Heilsamer Bauerngarten, ein Angebot für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen der sozialen Landwirtschaft, soll neue Einkommensmöglichkeiten auf den Höfen schaffen. Und Farmfluencers. In Teil 4 unserer Land- und Lebenssommerreihe besuchen wir diesmal Elisabeth Kössler in ihrem Pflanzenparadies in Gratsch. Das sind die Themen bei Land und Leben und dazu begrüßt sie Mariana Casarola. Sie ist aus dem regionalen Wirtschaftskreislauf nicht mehr wegzudenken, die Deutsch-Nonsberger und Uldenthaler Landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft DELEG. Seit über 25 Jahren sorgt sie in der strukturschwachen Bergregion für wichtige Impulse und ist die Drehscheibe für die Erzeugung, Veredelung und Vermarktung lokaler Produkte wie Obst, Gemüse, Salate und Fleisch. Bekannt ist die DELEG etwa für ihren Winterradicchio und besonders für die Qualitätsfleischproduktion unter dem Namen Laugenrind. Eine Säule, die man weiter ausbauen möchte, was sich aber vor allem über die Schiene der lokalen Gastronomie bisher als durchaus schwierig erweist. Thomas Hanni berichtet. Unter der Marke Laugenrind produziert die DELEG hochwertiges Südtiroler Frischfleisch und Gourmetprodukte wie etwa Ragout, Gulasch und Wurstwaren. Die Bauernbetriebe aus dem Gebiet liefern Rinder, Milchkälber, Kalbinnen und junge Ochsen an. Als Abnehmer arbeitet die DELEG mit konventionierten Metzgereien und Caterings im Land zusammen. Besonders gut läuft der Vertrieb von Frischfleischpaketen, mit denen die Genossenschaft den Kunden einen speziellen Service bietet, sagt Geschäftsführer Hubert Ungerer. Dass er praktisch ein kuchenfertiges Paket beziehen kann, wo er praktisch einmal kochen muss. Also alles andere ist hergerichtet, das Gulasch ist geschnitten, das Verschiert ist natürlich schon vakuumiert im Sackel drin. Also das Ragout muss er sich noch selber machen und das Schnitzel muss er sich selber anbraten, aber alles andere wird ihm der Dienst angeboten und das Paket kann er praktisch bestellen und kriegt es geliefert. Also wirklich ein Service, der einerseits darauf abzielt, dem Kunden ein tolles Produkt zu bieten und zum anderen auch zu schauen, dass unsere Viecher effektiv zu 100% bestens verwertet werden. Das Qualitätsfleisch wird zu 100% einheimisch erzeugt und in der Region vermarktet. Derzeit umfasst das Qualitätsfleischprogramm der DELEG jährlich etwa an die 80 bis 100 Tiere. Diese Zahl will die Erzeugergenossenschaft weiter erhöhen und den Vertrieb der Frischfleischpakete vorantreiben. Schwieriger sieht Unger hingegen die Fleischvermarktungsschiene über die lokale Gastronomie. Hier hat man, wie auch landesweit, trotz mancher Versuche noch nicht das richtige Rezept für eine kontinuierliche Zusammenarbeit gefunden. Das Problem ist dann wirklich eher, dass man halt in der Gastronomie vielleicht auch bestimmte Tolle einfach nicht verwendet, die unsere Rinder halt haben oder die alle Rinder haben und zusammen halt leider die Tolle nimmt, die vielleicht
einfacher, günstiger zu kochen gehen und für die Leute halt auch geschätzt und beliebt sein. Die Delex setzt hingegen auf eine ganzheitliche Verwertung ihres Qualitätsfleisches. Sie versorgt die Gastronomie nicht mit einzelnen Fleischteilen, sondern in der Regel mit Schlachthälften. Diese müssen vom jeweiligen Koch erst noch selbst zerlegt und aufbereitet werden. Das ist natürlich ein großer Aufwand, von dem sich wahrscheinlich sehr viele Gastronomen scheuen und sagen, nein, ich gehe einfach am Weg und kaufe mir die Produkte, halt, wo ich sie ganz einfach kriege. Wir wissen es ja selber, wie es in Zeiten von Amazon und so weiter läuft. Also ich kann ja leicht bestellen und ein paar Stunden drauf habe ich das Produkt schon bei mir da. Und natürlich ist es auch eine Preisfrage. Also wir versuchen natürlich, unsere Preise allem relativ stabil zu halten, weil wir müssen natürlich unseren Bauern auch eine Garantie abgeben, dass wenn sie die Qualitätsrichtlinien einhalten, dass sie natürlich auch am Ende einen richtigen Preis dafür kriegen. Also es braucht schon eine bestimmte Sicherheit, sei es beim Bauern, sei es auch bei den anderen Partnern im Rahmen des Projekts. Dabei kann die Delec die lokale Gastronomie durchaus ganzjährig mit einer gewissen Menge an Qualitätsfleisch beliefern. Als kleine lokale Erzeugergenossenschaft kann sie aber natürlich nicht mit den Preisen der internationalen Märkte konkurrieren. Davon unabhängig wünscht sich Geschäftsführer Hubert Ungerer von der lokalen Gastronomie generell eine vermehrte Wertschätzung für das einheimische Qualitätsfleisch. Vielleicht kommt die Zeit einmal, dass die Gastronomie halt auch sagt, wir legen wirklich besonderen Wert auf dieses einheimische Produkt und erklären nicht nur, dass es einheimisch ist, sondern wir wollen auch, dass es effektiv einheimisch ist und dass man zusammen halt auch vielleicht von der Sellseite her die Nachfrage mehr kriegt. Vielleicht kann man da irgendwie in eine Kooperation aufbauen, die ja dann funktioniert. Also die Offenheit oder die Bereitschaft oder der Wille ist auf jeden Fall gegeben. Vielleicht reift auf der anderen Seite auch die Zeit, dass einmal für ihnen die Anfrage oder der Wunsch und der Wille kommt, da besser zu kooperieren. Sagt Delec-Geschäftsführer Hubert Ungerer, der die zentrale Bedeutung der Deutsch-Nonsberger und Uldenthaler landwirtschaftlichen Erzeugergenossenschaft für das strukturschwache Tätigkeitsgebiet hervorhebt und sich für die Zukunft vor allem im Bereich der heimischen Fleischproduktion auch eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der lokalen Gastronomie wünscht. Land und Leben. Magazin für Landwirtschaft. Heilsamer Bauerngarten. Hinter diesem Begriff steckt ein weiteres Angebot im Rahmen der sozialen Landwirtschaft. Bäuerinnen und Bauern engagieren sich bereits seit Jahren in diesem Bereich, etwa mit Angeboten wie Kinder- und Seniorenbetreuung am Bauernhof, Schule am Bauernhof oder tiergestützte Interventionen. Das Projekt Heilsamer Bauerngarten ist heuer in Zusammenarbeit zwischen der Bäuerinnenorganisation und dem Bauernbund sowie der Lebenshilfe Onlus gestartet. Dabei können Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch Seniorinnen und Senioren bei der Gartenarbeit auf einem Bauernhof mithelfen und so ihre Fähigkeiten einbringen. 30 Bäuerinnen und Bauern arbeiten derzeit im Projekt mit. Ulrike Donner hat sich den heilsamen Bauerngarten genauer angesehen. Christine Pfitscher lebt mit ihrer Familie auf dem Auerhof in St. Martin in Passeier. Gemeinsam bewirtschaften sie den biologischen Milchwirtschaftsbetrieb. Eigentlich ist Christine Sozialbetreuerin. Seit sie auf dem Hof lebt, hat sie den Wunsch, ihren erlernten Beruf mit ihrer Arbeit am Hof zu verbinden. Und so entschied sie sich, beim Pilotprojekt Heilsamer Bauerngarten mitzumachen. Es ist eine soziale Dienstleistung, welche im Rahmen der sozialen Landwirtschaft von der Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen Lernen, Wachsen, Leben angeboten wird. Durch den Sozialsprengel Passeier trat Christine im Rahmen des Projektes mit einer Frau in Kontakt, die durch Alkoholkonsum körperlich und geistig beeinträchtigt ist und Hilfe benötigt. Seit dem Frühjahr kommt die Frau zweimal in der Woche für 3 Stunden am Vormittag zu Christine auf den Auerhof. Wenn wir gemeinsam im Garten arbeiten, dann ist es ganz einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das schafft Vertrauen, wenn man miteinander arbeitet. Und der Garten lässt es auch zu, dass man ganz individuell auf die Bedürfnisse eingeht für jemanden. Also ein Garten eingebettet in Rahmen für einen Bauernhof, das ist einfach eine besondere Atmosphäre, die was Sachen zulässt, die was ist oft in der Pflege oder in der Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit besonderen Bedürfnissen ganz so künstlich geschaffen werden. Und da funktioniert das einfach natürlich.
Der Garten an sich kann zwar nicht heilen, sagt Christine, doch er tut gut und er schafft Möglichkeiten, den Alltag besser zu meistern. Und zwischen der Betreuung in einer Einrichtung oder im Garten bestehe ein großer Unterschied. Das weiß Christine aus eigener Erfahrung. Was sind so Reize, die was ist in der Struktur oft probieren, künstlich hergestellt werden, mit Gerüchen oder so. Und da steht die Lavendelhecke direkt daneben und man geht einmal vier und schmeckt das nachher. Das sind so Sachen, die was da ganz von der Lohne gehen fast. Oder genauso wie wenn zum Beispiel jetzt die Pflanze die Laber hängen lässt. Nachher geht der Betreute, der was bei mir da ist, die wässern, weil die Pflanze Durst hat. Und nicht, er geht nicht zur Pflanze hin, weil jetzt irgendeine Doktorin oder ein Pfleger gesagt hat, du sollst jetzt gehen und du sollst ein paar Schritte machen und du sollst dich bewegen. Das macht einfach alles mehr Sinn. Die Idee habe ich schon ganz lange gehabt. Wir haben sie eigentlich auch irgendwie gewählt, mit den Viechern kombinieren. Und das funktioniert da ja auch fast für eine Lohne, wenn da die Hände nachher mit ihm ein bisschen viel spaziert. Während man in den Garten jätet, dann macht es ja auch etwas mit tun. Christine sieht das Projekt Heilsamer Bauerngarten als sein weiteres Standbein am Hof. Aber nicht nur das. Sie kann sich auf dem Hof entfalten und sich verwirklichen. Für die Menschen, die zu ihr auf den Hof kommen, ist es eine Chance, etwas Neues kennenzulernen und am sozialen Leben teilzunehmen. Ich übe da ja ganz einen ähnlichen Beruf aus oder ganz etwas Ähnliches aus, wie es ist, wie getan habe, wenn ich arbeiten gegangen bin. Aber da kann ich das einfach viel selbstständiger, selbstbestimmter machen, kann da viel mehr auf die Leute hingehen, kann ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. Als Bayern selber noch etwas Zusätzliches auf den Hof zu erhoben, ist einfach allem gut. Rund 20 Menschen mit Unterstützungsbedarf garteln derzeit auf Bauernhöfen. Es sind alle Altersgruppen vertreten, von 12 bis 90 Jahren. Koordiniert wird das Projekt von Gudrun Brucker von der Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben. Für Gudrun Brucker ist das Thema Gartentherapie sehr interessant und bietet im Rahmen der sozialen Landwirtschaft eine gute Möglichkeit, soziale und gesundheitliche Aspekte zu vereinen und so ein neues Angebot zu schaffen, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Es soll schon dahin gehen, dass man auch ganz gezielt, nicht allem unbedingt auf einem hohen Niveau, aber einfach kleine Ziele, was kann ich denn fördern und wie weit kann ich denn jemanden unterstützen, der zu mir kommt. Das ist momentan so, dass wir mit der Lebenshilfe als Partner zusammenarbeiten, aber auch mit dem Zentrum für psychische Gesundheit und der Psychiatrie Brixen, mit dem Dr. Bücher und dem Dr. Schweighofler, die da ein bisschen involviert sind, aber auch mit unserer Seniorenbetreuung. Das heißt, wir hätten auch gerne eben die Senioren da involviert. Das Projekt läuft jetzt seit den Wintermonaten und die Rückmeldungen sind positiv, sagt Brucker. Ziel ist es, im Anschluss an das Pilotprojekt den Dienst weiter auszubauen. Das wünscht sich auch Bäuerin Christine. Für sie hat sich die Teilnahme am Pilotprojekt Heilsamer Bauerngarten gelohnt. Sie kann es anderen Bäuerinnen nur weiterempfehlen. Was es dafür braucht, ist natürlich eine soziale Ader, Kreativität und einen Garten. Wie größer ist es gleich und mein Garten ist auch meistens recht unordentlich. Aber ich glaube, er hat nicht gleich Nachteile, sondern es gibt einfach allem etwas zu tun, es gibt für jeden etwas zu tun. Man muss ein bisschen kreativ sein, aber ich glaube, ich kann man in jedem, auch ganz in einen kleinen Garten, auch mit einem Hochbeet einfach kann man schon viel machen. Sagt Christine Pfitscher vom Auenhof in Passaia, eine von 30 Anbieterinnen des Heilsamen Bauerngartens. Dieses Projekt hat übrigens einen renommierten Preis gewonnen beim nationalen Wettbewerb Coltiviamo Agricoltura Sociale. Für die gartengestützten Aktivitäten braucht es eine Ausbildung und in der Folge werden die Anbieter und Anbieterinnen von einem Expertenteam begleitet. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der Bäuerinnenorganisation im Kapitel Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben. Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt. Land und Leben. Reisetirol. Bäuerinnen und Bauern, die etwas Neues wagen auf ihren Höfen, können anderen Mut machen und sie können auch über Fehler und Rückschläge berichten. Auf die Suche nach solchen Pionieren in der Südtiroler Landwirtschaft hat sich auch Maike Hollneicher gemacht für ihre Masterarbeit an der Uni Bozen. Und sie hat daraus für Land und Leben die achteilige Sommerreihe Farmfluencers gestaltet. Bei ihrem vierten Ausflug hat sie Elisabeth Kössler in ihrem Kräuter-, Blumen- und Gemüseparadies in Gratsch bei Meran besucht.
Heute sind wir nicht auf einem Bauernhof, sondern bei Elisabeth, der Geschäftsführerin von Pflanzgutes in der Nähe von Meran. Sie beliefert viele Biobetriebe der Gegend mit Saatgut und Jungpflanzen und widmet sich seit vielen Jahren der Permakultur. Also ich bin Elisabeth Kössler. Ich habe vor langer Zeit Gartenbau in Weinstephan studiert an der Fachhochschule. Bin dann über einige Stationen in Südtirol gelandet. Hier lebe ich seit 25 Jahren. Momentan bin ich in Meran in Gratsch. Habe ein Grundstück gepachtet und habe da nach Permakultur Gesetzmäßigkeiten das Grundstück auch gestaltet. Auf ihrem Grundstück bekommt Elisabeth oft Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen, die durchs Tun Permakultur lernen möchten. Auch Elisabeth kam über die Praxis dazu. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, habe da alles miterlebt, was heißt Selbstversorgung zu machen. Permakultur ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden, hat es zwar damals nicht so genannt worden, aber war es im Prinzip. Und die Permakultur ist für mich eigentlich mein Weg, mein Lebensinhalt. Und Corona hat dir einige gute Sachen auch angestupst. Das Bewusstsein der Menschen für sich selber zu versorgen oder auch gerade für die Permakultur, glaube ich, hat einen enormen Schritt gemacht. Vor 20 Jahren hatte man es dagegen nicht leicht, wenn man Permakultur betrieben hat. Die scheinbar unordentlichen Gärten stießen auf viel Unverständnis. Das hat auch Elisabeth miterlebt. Aber wie ist das heute in Südtirol? Ich bin da mitten in einem Obstbaugebiet, wo alles in Reihe und Glied ist und alles in Monokultur. Die ersten Gärten, die ich so gestaltet habe, sind beobachtet worden sehr genau und verstanden haben es die Leute nicht wirklich. Sie haben nur gesehen, dass es funktioniert, weil ich eben nach 3 Jahren immer noch Gemüse rausgeholt habe. Die letzten 5 Jahre sehe ich ein enormes Interesse an der Permakultur. Und was mich ganz freut, auch von Biobauern, weil sie eben sehen, durch die Monokultur oder auch nur durch eine Sache wie die Milch, es kommt überall an Grenzen. Die Permakultur als Problemlöser in der Landwirtschaft und eine essbare Landschaft im urbanen Raum. Das ist Elisabeths Vision. Also meine Vision für die Zukunft wäre, dass von meiner Insel, die ich da geschaffen habe, viele Inseln entstehen und sich irgendwann das dann über das ganze Land Südtirol durchzieht. Dass sich das einfach wirklich noch mehr durchsetzt und so ein schönes Miteinander und Paradies entsteht. Sagt Elisabeth Kössler, die mit ihrem Unternehmen Pflanzgutes eine bunte und große Vielfalt an Kräutern, Blumen und Gemüse in Permakultur anbaut und sich seit vielen Jahren für den Erhalt und die Vermehrung von besonderen alten und lokalen Sorten engagiert. Den Bericht in voller Länge und weitere Informationen über das Projekt von Maike Hollneicher finden Sie auf www.farmfluencers.org. Land und Leben. Infos und Termine. Die Prognosfruit, die weltweit größte Veranstaltung für Apfel- und Birnenvermarkter, bei der alle europäischen Länder ihre Ernteprognosen bekannt geben, fand heuer am 5. August zum zweiten Mal online statt. Auch Südtirols Apfelvermarkter sind jedes Jahr dabei. Laut Prognosfruit-Daten werden heuer in Europa knapp 11,4 Millionen Tonnen Äpfel geerntet. Das ist ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr, wobei 2019 und auch 2020 die Mengen bereits unter dem langjährigen Durchschnitt lagen. Am meisten Äpfel wachsen nach wie vor mit 4 Millionen Tonnen in Polen, gefolgt von Italien mit über 2 Millionen Tonnen. Davon kommt etwa die Hälfte aus Südtirol. Hierzulande belaufen sich die Ernteschätzungen auf 945.000 Tonnen Äpfel, ein Plus von 5%, wobei auch hier der langjährige Durchschnitt etwas höher liegt. Die mengenmäßig wichtigste Sorte ist nach wie vor der Golden Delicious, gefolgt von Gala und Red Delicious. Eine größere Bedeutung werden künftig die Clubsorten erlangen. Die Apfelernte wird übrigens heuer Mitte August, etwa eine Woche später als üblich, starten. Auch die Weinlese wird hierzulande etwa eine Woche später losgehen, Anfang September mit zuerst den weißen Sorten. In südlicheren Regionen Italiens hingegen wird die Weinlese etwa 10 Tage früher starten, da die hohen Temperaturen um die 40 Grad die Reifung der Trauben beschleunigen. Und trotz der erwarteten tieferen Erntemengen steht Italien, laut Coldiretti, in diesem Jahr an erster Stelle der Weinerzeuger der Welt mit schätzungsweise 44 bis 47 Millionen Hektoliter. Um
die Birne als fast vergessenes Kulturgut, um Sortenvielfalt und Baumpflege und um die Bedeutung von Streuobstwiesen geht es in einem Vortrag von Martin Engelhardt am 12. August um 19 Uhr in der Galvani-Halle in Bozen. Martin Engelhardt ist Botaniker und Pomologe am Institut für Botanik in Tübingen und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit historischen Birnensorten in Theorie und Praxis. Er wird einige der legendären alten Birnensorten vorstellen und ihre Wachstumsbedingungen sowie ihre kulinarische und kulturelle Bedeutung erklären. Organisiert wird die Veranstaltung vom Collegium Pomologicum Südtirol, das sich für den Erhalt und die Erforschung alter Obstsorten engagiert. Ein Hinweis noch des Vermarktungskonsortiums KOFI. Morgen und übermorgen, 9. und 10. August, entfallen die Versteigerungen. Die nächste Kälberversteigerung ist am Montag, 16. August in Bozen und die nächste Schlachtviehversteigerung findet am Dienstag, 17. August, auch in Bozen statt. Und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von RAI Südtirol. Alle Sendungen sind auch zum Nachhören noch abrufbar auf unserer Internetseite oder bequem über die RAI Südtirol App. Danke für Ihr Interesse. Einen angenehmen Sonntag wünscht Mariana Casarola mit Andreas Vitelli an der Technik. Thank you.